Herzlich willkommen bei einem neuen Video von Motorrad Christiansen. Wir sitzen in Münster und heute zeige ich euch eine Produktneuvorstellung von der Firma Super Soko. Die sind seit einigen Jahren auf dem Markt, verkaufen Elektromotorroller im 50 und 125 Kubikbereich. Verbaut ist bei den ganzen Fahrzeugen immer Bosch-Technik, das funktioniert auch wirklich. Bosch sollte eigentlich jeder Name sein, weltweit der größte Hersteller für jegliche Elektronik. Jetzt haben die hier das Fahrzeug rausgebracht, den ersten richtig großen, vernünftigen 125er Roller, der auch von der Qualität richtig gut ist. Wir können mal gucken. Ich sage euch erstmal ein paar technische Daten, deshalb habe ich mir auch nochmal eben das Prospekt dazu genommen, damit ihr auch alles richtig habt. Jetzt hat dieses Fahrzeug die 125 Kubik Zulassung, die ihr auch mit dem B196 Führerschein fahren dürft. Der Motor selber hat 4000 Watt, der sitzt hier im Hinterrad drin. Ne, da seht ihr in der Felge so einen dicken, schwarzen, runden Klotz. Das ist der Elektromotor, der für den Antrieb ist. Jetzt ist 4 kW, sind 5, irgendwas PS. Das ist jetzt laut den Daten her nicht so die Welt, aber das Ding hat 171 Newtonmeter Drehmoment, was ziemlich viel ist. Wir werden ja nachher im Video mal sehen, wie die Fahrleistungen sind. Ich bin schon eine Runde auf den Hof gefahren. Ich war damit auf jeden Fall sehr zufrieden. Alles andere sehen wir dann gleich bei der Probefahrt. Bei diesen Rollern gibt es eine Besonderheit. Die haben Alarmanlagen integriert. Ich zeige euch das mal. Ich habe jetzt einfach nichts gemacht. Der Roller ist abgeschlossen. Man hat hier auf dem Schlüssel dann die Symbole für Auf- und Abschließen. Und man hat auch schlüsselloses Fahren. Also den Schlüssel selber, den brauche ich eigentlich nur für das Lenkradschloss, um das auf und zu kriegen. Ich gucke mal eben, dass der wirklich abgeschlossen ist. Fahrzeug ist abgeschlossen. Und wenn jetzt einer damit wegspazieren will, dann hört ihr schon, wie der ein bisschen Alarm macht. Und hinten der Motor im Hinterrad, der blockiert das Schieben, dass man den nicht mehr so gut wegschieben kann. Dann einmal öffnen drücken auf der Fernbedienung. Ihr seht daher hier diese Vorhängeschlösser-Symbole. Und dann ist die Alarmanlage auch direkt wieder aus. Jetzt seht ihr hier so einen Leuchtering. Ne, schön um Zündschloss, sieht eigentlich richtig cool und modern aus. Ich drücke einmal auf Öffnen auf Fernbedienung, dann drücke ich hier drauf, das ist auch gleichzeitig ein Schalter und dann seht ihr, wie hier das Display angeht. Kannst mal die Kamera da lassen, ich mache nochmal aus und wieder an. Ne, jetzt habe ich gestartet, drücke einmal auf das Zündschloss. Und jetzt seht ihr einmal, dass alle Tachofunktionen am Start sind. Ihr habt hier zwei Anzeigen für Akku A, Akku B. Also in dem Fahrzeug sieht man schon mal direkt, es sind zwei Akkus im Fahrzeug drin. Der Gesamtladezustand ist 97%. Gefahren wurde das Fahrzeug bisher 3 Kilometer. Oben hat man dann den Tageskilometerzähler. Man hat die kmh-Anzeige. Hier unten in der Ecke sieht man eine Temperaturanzeige. Da muss ich gleich noch mal in der Anleitung gucken oder nachfragen, ob das die Akkutemperatur ist oder die Motortemperatur. Aber ich gehe eher davon aus, dass das die Akkutemperatur ist. Jetzt sieht man hier, wir sind auf Stufe 3. Man hat hier am Griff verschiedene Stufen. Stufe 1 ist Eco, damit hat man dann auch die höchste Reichweite. Man kann auf Stufe 2 machen, dann hat ein bisschen mehr Power oder halt die höchste Stufe. Aber dann mit der höchsten Stufe natürlich auch die niedrigste Reichweite. Und oben in der Ecke haben wir noch einmal die aktuelle Temperatur. Und die Uhrzeit. Hier bei uns unten in der Halle sind es jetzt gerade 16 Grad. Da müssen wir gleich mal beim Fahren uns nochmal die Anzeigen angucken. Der hat auf jeden Fall auch noch Reichweitenanzeige und solche Geschichten. Jetzt ist hier unten noch ein kleines Staufach, aber ohne Klappe. Da kann man während der Fahrt so Handschuhe oder irgendwas, was man da eben mitnehmen will, kann man da reinschmeißen. Dann ist hier richtig mit einer Gummiabdeckung eine USB-Dose. Ist ganz cool. Kannst sonst auch eben Handy hier reinschmeißen, Kabel dran, dann wird das Ding während der Fahrt aufgeladen. Oder wenn ich mir Navi drauf mache oder was es so mittlerweile alles mögliche an Zubehör gibt. Da gibt es ja mittlerweile wirklich alles mögliche. Das Ding ist auf jeden Fall richtig erwachsen. Ihr habt ein separates Sitzpolster für den Sozius. Ihr habt hier vernünftige Fußrasten, die man ausklappen kann, die auch richtig breit sind, damit man mit den Füßen richtig drauf sitzen kann. Hier an der Seite ist ein zusätzliches Schloss, womit man den Sitz aufbekommt. Ich kann mal gucken bei den anderen Super Sokos. Okay, die hier haben das nicht. Bei den anderen Super Sokos konnte man öffnen, gedrückt halten und dann ist der Sitz aufgemacht worden. Das macht er hier nicht. Hier drunter ist die Hauptsicherung, womit man die Spannung an- und ausschalten kann. Wenn ihr die Akkus wechselt oder so, dann macht bitte aus.
Was hier auch diesmal richtig cool ist, bei diesem Super Soko ist direkt das so vorgesehen, dass man hier das Ladegerät mitnehmen kann. Das ist ziemlich cool. Das zeige ich euch jetzt mal als erstes. Hier seht ihr schon mal 70,5 Volt und 15 Ampere Ladestrom hat man. Die Akkus haben 45 Ampere. Wenn er mit 15 Ampere lädt, heißt, nach guten 3 Stunden ist so ein Akku voll aufgeladen. Da hier aber 2 Akkus drin sind, haben die das diesmal richtig cool gemacht. Die haben hier einen Adapter mitgeliefert. Zeige das mal komplett aufgebaut. Das ist der ganz normale Kaltgerätestecker, wie ihr den bei jedem PC kennt. Dankeschön. Jo, danke. Kommt ganz normal in die Steckdose, ganz normal in die Haushaltssteckdose fertig. Dann seht ihr das Kabel, was hier weitergeht ins Ladegerät, wenn man jetzt gerade nur einen Akku aufladen möchte. Man kann das Fahrzeug mit einem Akku fahren, hat auch volle Motorleistung, halt nur weniger Reichweite. Wenn ihr in der Regel nicht so weit unterwegs seid, ist das ganz cool. Ihr habt einen Akku zu Hause am Ladegerät, der ist dann immer voll, wenn ihr zurückkommt, und dann könnt ihr die Akkus hin und her tauschen. Wenn ihr eine längere Tour habt oder ihr habt gerade eine längere Tour gemacht, beide Akkus sind alle, könnt ihr auch beide Akkus gleichzeitig aufladen, und zwar mit diesem Adapter. Dann wird das, was normal in den Akku kommt, hier in den Adapter reingesteckt. Und tada, hat man 2 Anschlüsse und man kann beide Akkus parallel laden. Wenn ihr in der Garage Carport habt, ist natürlich cool. Ihr müsst die Akkus gar nicht rausnehmen, sondern könnt einfach das am Fahrzeug laden. Aber ich hole auch mal so einen Akku raus. Ich habe das selber noch gar nicht gemacht. Ich habe das nur einmal beim Gerd gesehen. Hier ist eine große Abdeckung, die kann man eben runter machen. Und jetzt seht ihr hier auch schon die beiden Akkus. Wie gesagt, bevor ihr was an den Akkus macht, macht ihr den Schalter aus. Hier ist auch extra noch off markiert. Dann ist das Fahrzeug spannungsfrei geschaltet, dann kann nichts passieren. Hier auf den Akkus oben drauf ist noch ein Knopf, da kann ich drauf drücken und dann sehe ich den Ladezustand. Ne, hier sind jetzt natürlich beide Akkus voll geladen. So, die dicken orangenen Kabel sind wie beim Elektroauto auch. Das sind Hochvoltkabel, deshalb müssen die orange gekennzeichnet sein. Fangt bitte niemals an so einem Fahrzeug selber rumzufummeln. Bei der Stromstärke, die hier drauf ist, da fällst du tot bei um, wenn du da irgendwas falsch machst. Deshalb niemals selber an einem Fahrzeug fummeln, wo eine Hochvoltanlage verbaut ist. Dann nimmst du hier einfach die beiden Stecker raus. Kannst du mit dem Haken, der hier ist, eben hier über die Kante von dem Fach legen. Und dann kannst du hier die Akkus rausnehmen. Sind auch schon richtig dicke Dinger. Ich schätze mal, wiegt so 10 Kilo so ein Teil. Ist natürlich cool für alle, die keine Garage haben. Man kriegt das Fahrzeug problemlos aufgeladen. Und dann seht ihr hier den Stecker. Der hat auch eine bestimmte Form, ne? Also der ist nicht komplett symmetrisch. Der wird dann einfach in die Buchse reingesteckt. Zack. Und schon wird das Ding aufgeladen. Die sind jetzt voll. Ich wollte euch nur einmal zeigen, wie das funktioniert. Wir packen den Akku jetzt wieder ins Fahrzeug rein. So, Stecker einfach wieder beide reinstecken und dann hier bitte diese Verriegelung einmal drüber machen, bis das laut Klack macht. Dann können die Stecker da nicht rausspringen und dann kann da nichts passieren. Abdeckung wird eben wieder hier reingelegt. Ladegerät brauche ich gerade nicht reinfummeln. So, das Ding ist zu, haben wir alles. Jetzt können wir mal gucken, was wir sonst noch so am Fahrzeug haben. Hier ist ein richtig massiver Gepäckträger verbaut, ne? Ist auch kein Plastik hier, das ist richtig aus Metall. Da kann man auf jeden Fall auch einen großen Koffer drauf machen, wo man beide Helme, Einkauf und sowas reinkriegt. Das ist auf jeden Fall richtig gut gemacht. Dann haben wir eine LED-Beleuchtung. Ja, guck mal, da geht's auch schon los. Ich habe vergessen, die Sicherung wieder anzumachen. Machen wir mal eben Strom drauf, ne? Dann kann ich euch auch zeigen, wie das Rücklicht funktioniert. Mal gucken, ist das schon an? Jo. Dann kann ich mal bremsen. Ne, und dann blinke ich nochmal. Dann können wir auch direkt mal sehen, wie das aussieht. Ist natürlich alles voll LED, so wie sich das gehört. Was ich bei dem Fahrzeug auch cool finde, dass wir eine Einarmschwinge haben. Also das Hinterrad ist auf einer Seite montiert und hier ist alles frei. Kein Bügel, keine Schwinge mehr, die rüber geht. Das ist von der technischen Seite her sieht das richtig fett aus. Also das ist echt gelungen. Zusätzlich zum Hauptständer haben wir auch noch einen Seitenständer an dem Fahrzeug. Das heißt, ihr könnt den so auf den Hauptständer stellen. Ich empfehle immer allen Kunden, die Fahrzeuge immer auf den Hauptständer zu stellen. Da stehen die am sichersten. Weißt du, läuft mal einer vorbei oder wackelt mal dran, da passiert einfach nichts, ne? Alternativ habt ihr hier noch einen Seitenständer. Und dann sieht das halt so aus, wenn der auf der Seite parkt, ist halt ein bisschen cooler.
Das große Windschild, das ist auch original mit dabei, das muss man nicht extra kaufen. Das gehört direkt zum Fahrzeug dazu. Wenn wir mal ein bisschen von hier vorne gucken, also LED-Beleuchtung ist natürlich mega hell. Damit habt ihr richtig gutes Licht, wenn ihr unterwegs seid. Ich mache das aber mal eben einmal aus, damit du ordentlich filmen kannst. Wir haben hier ein 16 Zoll Vorderrad, was ziemlich gut ist für Spurtreue und das Fahrverhalten sind die großen Räder einfach besser. Hinten hat man ein bisschen kleineres Rad mit nur 14 Zoll. Dafür hat man ein bisschen mehr Power bei der Beschleunigung, weil es ist natürlich leichter, einen Kleinreifen zu beschleunigen als so einen Riesenreifen. Das Einzige, was mir persönlich nicht gefällt, die haben die LED-Blinker hier oben angebracht. Ich persönlich hätte das cooler gefunden, weiß ich nicht, wenn man die hier eine Seite gemacht hätte oder man hätte die im Scheinwerfer integriert. Aber ansonsten habe ich weiter erstmal nichts zu meckern. Ja, ich glaube, zum Fahrzeug habe ich erstmal genug gesagt. Guck mal hier, nur dran rumgespielt, da meckert der mich auch schon an hier. Drücken wir mal einmal drauf. So, für den Fall, dass ihr nicht in der Nähe seid, um die Alarmanlage auszumachen, ich glaube nach 30 Sekunden oder 45 Sekunden, irgendwie so die Richtung, geht die Alarmanlage auch von alleine wieder aus. Vorausgesetzt natürlich, das Fahrzeug bewegt sich nicht mehr. Ist ein Erschütterungssensor drin und erkennt, wenn es bewegt wird. Also Finger weg, nicht klauen, ne, Freunde? Schön aufpassen. Gut, ich hole mir meinen Helm und dann gehen wir nach draußen, machen eine Probefahrt und dann schauen wir mal, was das Ding in der Stadt so kann. So, los geht's mit dem guten Stück. Ihr seht schon, ist ein ziemlich langes Fahrzeug. Ich habe da auch richtig viel Platz drauf. Das seht ihr gleich bei den Außenaufnahmen. Jetzt gucken wir mal, wie das hier funktioniert. Wie gesagt, ich bin auch nur mal auf dem Hof ein bisschen auf- und abgefahren bisher. Windschild ist richtig hoch, das gefällt mir schon mal sehr gut. Ich habe den Schlüssel jetzt hier drin, damit ich den nicht verliere. Ihr seht, schlüsselloses Fahren funktioniert, es ist trotzdem alles an. Und wenn ich jetzt Gas fahre, fährt er auch los. Ich stecke den Schlüssel aber eben hier rein und drehe trotzdem auf On, damit ich den Schlüssel nicht verliere. So, mal gucken. Hupe ist sowieso klar. Abblendlicht und Fernlicht. Dann sehen wir hier auch die Kontrollleuchte haben wir hier. Blinker zur Seite drücken, wo man halt hin abbiegen möchte. Und einmal wieder in die Mittelstellung zurück. Die funktionieren auch super. Eine Besonderheit gibt es hier. Hier ist R für Return. Das heißt, wir können mit dem Ding auch rückwärts fahren. Ich muss jetzt mal gucken, wie das hier funktioniert. Mal gucken. Okay, jetzt ist hier ein F. Jetzt fährt er aber nur ganz langsam vorwärts. Ah, hier Knopf. Das ist ja cool. So, wenn man hier jetzt den Knopf gedrückt hält, so dass hier ein A ist und ich gebe jetzt dabei Gas, dann fährt das Fahrzeug rückwärts. Also wir haben hier in der Tat einen Rückwärtsgang. Zeigen wir euch gleich nochmal, wenn wir irgendwo einen guten Platz gefunden haben. Jetzt ist hier ein F drin, jetzt sehe ich aber, ich gebe Vollgas, es geht nur ganz langsam vorwärts. Das heißt, ich glaube, ich muss hier zweimal drauf drücken. Genau, jetzt habe ich zweimal kurz gedrückt. Jetzt wird der normale Modus angezeigt, Stufe 3. Sieht man hier auch Sport, auf Stufe 2 normal und auf Stufe 1 ist Eco. Ich will hier kein Eco, ich will erstmal gucken, was das Ding kann, deshalb machen wir direkt auf Stufe 3. Und was ich ganz lustig fand, hier unten steht Ampere und dann ist hier eine Anzeige, wie viel Amperestunden gerade abgerufen werden. Die geht hier hoch, das heißt, wie viel Leistung der Motor gerade benötigt. Ich kann mal Gas geben, da seht ihr auch jetzt hier schon die schwarzen Balken, die da hochgehen. Ist auf jeden Fall ganz geckig. So, mal eben gucken. Gibt es noch Tasten für das Bedienfeld? Irgendwie muss man ja auch Trip auf Null machen können. Ich habe auf jeden Fall gerade gesehen, wir sind über den Lichtsensor gegangen. Da ist die Anzeige ausgegangen. Wir haben hier noch einen Notausschalter. Ist auf jeden Fall zu empfehlen, dass ihr den umlegt. Wenn ihr anhaltet, es stehen Leute um euch rum, die dann um einen drum herum stehen. Die haben immer die Angewohnheit, wenn die den Motor nicht hören, dann mal so am Gasgriff zu drehen. Und dann wird das Ding natürlich sofort losfahren. Deshalb lege ich den Schalter um. Dann leuchtet hier auch groß ein P für Parken. Wenn ich den umlege, steht hier Ready. Und wenn ich dann Gas gebe, fährt er natürlich auch sofort los. Einmal grob spiegelnd ein bisschen gucken. Das passt. Jacke zu und ja, fahren wir mal eine kleine Runde. Was ja immer wieder faszinierend ist, ist diese Ruhe, die man auf einem Elektroroller hat. Das ist so genial, dass das einfach leise ist.
bin ich in der Stadt auf jeden Fall absolut Fan von. Bei Motorrädern mag ich das aber auch natürlich super gerne, wenn die einen richtig fetten Sound haben und man auch mal ein bisschen Krach machen kann. Macht natürlich auch Spaß. Müssen wir mal gleich, wenn wir losfahren, mal noch ein bisschen auf die Beschleunigung achten, wie das Ganze so fährt. Hier dürfen wir eh nur 50 fahren. Fahren wir nachher mal noch irgendwo ein Stück stadtauswärts, um zu gucken, ob das Fahrzeug auch die angegebene 90 km/h schafft. Genau, habe ich vorher euch noch gar nicht erzählt. 90 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit und sollte das Fahrzeug auch locker schaffen. Geschwindigkeit halten funktioniert auf jeden Fall schon mal sehr gut. Das finde ich auch immer wichtig, dass das Fahrzeug nicht zu empfindlich ist am Gasgriff, dass man ständig Gas wegnehmen muss und wieder Gas geben muss, sondern man kann hier eine Position halten und dann fährt das Fahrzeug auch diese Geschwindigkeit. Zum Bremssystem, das Fahrzeug ist ohne ABS, das hat ein sogenanntes CBS-System. Das heißt, hier sind zwei Bremskreise aneinander gekoppelt. Das heißt, wenn ihr hier eine Bremse zieht, bremst es vorne und hinten automatisch mit. Das heißt, ich ziehe die linke Bremse und da bremst sofort alles. Und ich ziehe die rechte Bremse, da bremst nur die Vorderradbremse. Das ist mittlerweile Vorschrift bei den Fahrzeugen und verhindert einfach, dass wenn man mal irgendwie in einer Kurve bremst, man mit dem Hinterreifen überbremst, wegrutscht und sich direkt auf die Nase legt. So, wir sind jetzt auf dem Mediamarkt Parkplatz angekommen. Ich drehe hier mal ein paar Kreise. Ich brauche keine riesen Probefahrt hier mit dem Fahrzeug machen, dass ihr guckt, wie ich damit durch die Stadt fahre. Das ist ein bisschen langweilig. Also es ist kein Beschleunigungswunder. Man kann aber im Straßenverkehr wirklich super mithalten. Und die 90 km/h schafft das Ding auch, aber die fahren wir gleich noch eben einmal Landstraße auf jeden Fall. Wir fahren hier mal ein bisschen rum, damit ihr seht, wie die Größenverhältnisse von dem Ding sind. Aber hier ist wirklich massig Platz drauf. Also hier können zwei große Leute ganz locker drauf. Wie gesagt, ich bin ein bisschen über 1,90, habe über 100 Kilo, habe eine richtig fette Winterjacke an, damit ihr schon mal ein bisschen Bescheid wisst über die großen Größenverhältnisse. Ich drehe mal hier ein paar Runden. Der Patrick filmt mich ein bisschen. Und dann würde ich sagen, bis gleich. So Leute, mein Fazit zu diesem Fahrzeug. Super Soko CPX 125. Fahrverhalten, Kurvenfahren fährt sich super, alleine durch die großen Räder und dass da nicht so 10 Zoll Räder oder 11 Zoll Räder wie bei einer Vespa drauf sind, fährt sich super. Auch mit dem langen Radstand fährt sich wirklich gut. Ich finde es auch sehr cool, dass man hier einmal komplett den Rahmen am Fahrzeug sieht. Fahrleistungen sind im guten Mittelfeld. Also es ist nicht der langsamste 125er, es ist aber auch nicht der schnellste. Mit den 4000 Watt Motorleistung, also sprich 4 kW, haben die einen guten Mittelweg gesucht. Also ich konnte im Straßenverkehr in der Stadt auf jeden Fall überall gut mithalten. Ich bin absolut nirgends ein Hindernis gewesen. Der schafft auch die vollen 90 km/h. Ich kann das hier mal einmal kurz einblenden. Ich bin vorhin einmal auf die Straße Vollgas gefahren. Also die 90 schafft er auf jeden Fall. Ja, was gibt es dazu noch zu sagen? Wie gesagt, ein Beschleunigungswunder ist es nicht, aber mit dem guten Mittelwert haben wir halt eine hohe Reichweite. Der Hersteller gibt 140 Kilometer mit den beiden Akkus an.
Und also 100 Kilometer sollte man auf jeden Fall schaffen. Die Erfahrungswerte zeigen bei anderen Herstellern, da kann man immer so gute 20, manchmal auch 25% abziehen. Und das schafft man dann auf jeden Fall immer. Sehr cool finde ich das freistehende Hinterrad. Das ist echt stylisch. Und man sieht auf jeden Fall, man hat ein topmodernes Fahrzeug. Wie bei den anderen Fahrzeugen auch, kommt vorbei, macht eine Probefahrt, guckt euch die Sachen an. Neu in der Corona-Zeit bieten wir euch auch an, dass wir mit einem Fahrzeug zu euch kommen für eine Probefahrt. Weitere Infos findet ihr bei eBay Kleinanzeigen auf unserer Internetseite. Oder schreibt uns eine Mail, ruft uns an, folgt uns, abonniert uns und was man nicht noch alles heute machen kann. Ich für meinen Teil verabschiede mich jetzt. Der Gerd zeigt euch gleich noch eine App. Ja, es gibt eine richtig coole App für das Fahrzeug, wo man diverse Sachen mitsteuern kann und nachgucken kann. Wie Ladezustand von den Akkus und. Das erklärt der Gerd euch. Und ich für meinen Teil verabschiede mich. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye bye. So, der Gerd ist gerade nicht da, deshalb zeige ich euch jetzt einmal die App von dem Fahrzeug. So sieht die App auf dem Handy aus, dann steht da einfach Super Soko. Dann sieht man gerade das Fahrzeug. Man sieht hier unten die Batteriekapazität. Die ist jetzt mit 165% angegeben, weil halt einfach zwei Akkus sich im Fahrzeug befinden. Der eine hat noch 100%, der andere 65. Wir kommen damit jetzt auf jeden Fall noch 115 Kilometer weit. Hier ist einfach nur so eine 360-Muster-Ansicht, also 360 Grad kann man das Ganze drehen. Hier ist angegebene Frontkamera, die ist in Deutschland nicht erlaubt. Man darf während der Fahrt nicht den anderen Straßenverkehr filmen, deshalb sind die hier in Deutschland ohne Kamera ausgerüstet. Aber ansonsten wird hier vorne diese Blende ausgetauscht und dann ist da unten dann eine kleine Kamera drin. Bei uns leider nicht. Kann man aber mit Sicherheit nachrüsten. Jetzt sieht man hier Historical Track, da kann man dann drauf gucken und sehen, wo wir gestern lang gefahren sind. Wir haben das einmal kurz getestet, nachdem wir die App installiert haben. Und wir sind hier von der Firma einmal um die Ecke gefahren. Guck mal, jetzt bin ich hier schon einen weiter. Kann man drauf drücken und dann sieht man auf der Karte, wo man lang gefahren ist. Hier, guck mal, wenn wir hier drauf gucken, dann sieht man hier die Fahrstrecke. Wir sind nur einmal so einen kleinen Weg lang gefahren, das war schon. Ja, deshalb auch nur 1,5 Kilometer. Wenn man dann hier oben wieder zurück auf den Start geht, sieht man hier oben Biederlackweg 11. Wenn man da draufklickt, hier befindet sich das Fahrzeug gerade. Wir sind hier Albersloher Weg 302, sieht man hier an der Seite. Aber weil wir so weit von der Straße weg sind mit dem Fahrzeug, denkt er, wir befinden uns hier schon auf dem Biederlackweg. Und deshalb sagt er, das Fahrzeug steht jetzt am Biederlackweg 12. Ist eigentlich ganz cool, man findet sein Fahrzeug jederzeit wieder. Hier oben, wo die drei Balken sind, dann kann man so Statusabfragen machen. Ist eigentlich relativ uninteressant, also für mich. Man kann da zwar einmal drauf gucken, wenn man auf Status geht, dann sieht man die normalen Sachen. Man kann jetzt noch hier drauf gucken und dann kann man auf einmal auf Diagnose drücken. Dafür muss das Fahrzeug aber an sein, deshalb ist auch gerade die Zündung an. Dann werden jetzt die Daten vom Fahrzeug abgerufen und dann kann man sehen, ob seinem Roller gut geht oder ob er irgendwelche Wehwehchen hat. Jetzt seht ihr, wie hier nach und nach alle Systeme gecheckt werden und dann kann man hier drauf drücken, ist aber noch alles auf Englisch, das bleibt auch erstmal so und dann kann man sehen, dass alles in Ordnung ist. Also von Prinzip ist die App ganz cool, man muss nicht zum Fahrzeug gehen, man sieht den Akkustand und man weiß, wie viel Reichweite man hat. Das gefällt mir ganz gut. Man weiß, wo man damit langgefahren ist. Man kann dann die Historie angucken. Auch wenn man das Fahrzeug mal verliehen hat oder so, ganz geil, dann kannst du genau stalken, wo der langgefahren ist. Und man sieht auf jeden Fall den aktuellen Standort. Und das war es eigentlich auch schon zum Fahrzeug.